Ja, ich müsste eigentlich alle Felder tun. Hi, WAT, guten Morgen, wie geht es dir? Hast du gut geschlafen? Tatsächlich gedüngt und dann nicht gedüngt. Hey Jay Becker, guten Morgen, ne? Auch schon wieder am Start hier. Das ist ja eine Überraschung, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ich hoffe, dir geht's auch gut und schön, dass dir gut geht, WRT. Danke, mir geht's natürlich gut, wenn es dir gut geht. Ich habe hier meinen ersten frischen Kaffee des Morgens stehen, also ja, alles in Ordnung, ne? Ah, so geht es hoch und runter, okay. Ja, und dann Zeit zum Düngen, meine Freunde. Und WAT, was steht bei dir heute so an? Ja, danke, Jay Becker. Da können wir ja nachher wieder eine Runde reden. Kaffee. Nichts, ui. Auch nicht schlecht, WRT. Ich hoffe ja mal, dass das nächste Mal, wenn wir SnowRunner spielen, dein Game wieder läuft. Das war ja wieder was gestern. Oh, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Das ist gar kein Dünger. Das ist ja hier Unkrautbekämpfungsmittel, aber auch das, wie man sieht, ist sinnvoll. Hey, ich habe gar keinen Dünger. Und selbst wenn, ich glaube, ich brauche noch eine Düngermaschine. Sonst muss ich hier ja immer umladen. Okay, ja, da muss ich auf jeden Fall ein bisschen Geld locker machen. Einen besseren Steinsammler wollten wir uns auch noch kaufen. Ja, ich muss noch ein bisschen Geld verdienen. Ja, naja, ich, ja, manchmal da wundere ich mich sogar über mich selber, WAT. Und Jay Becker, was steht bei dir heute Schönes an? Ja, dann haben wir hier drüben auch Unkraut. Und ist hier schon gedüngt worden? Nein, okay, eindeutig, aber Unkraut, oder? Ja.
eindeutig Unkraut und Düngen. Kein Plan hast du, okay. Das ist ja gut. Dann kannst du dir auf jeden Fall einen schönen, gemütlichen Tag machen. Das finde ich sehr gut. Ah, hast du schon 4.2 downgeloadet? Ich habe mir tatsächlich gestern noch mal ein Video auf YouTube davon angesehen. Ist nach wie vor ein cooles Spiel. Auch optisch finde ich es noch schick. Also da wirst du deinen Spaß haben. Hi Flitzerman, grüß dich. Nach gestern im SnowRunner am späten Abend sieht man sich heute direkt wieder. Na, was gibt's Neues bei dir und wie geht's? Und was treibst du heute Feines? Ja, das ist doch super, Flitzerman. Richtig gut. Dann hoffen wir mal, dass es so bleibt, nicht wahr? Ja, finde ich gut. Also spielst du noch Valorant oder wie das heißt? Ist es dir nicht zu frustig geworden? Und ein bisschen SnowRunner, ja, das ist gut. Du musst der Jay Becker mal erklären, warum SnowRunner ein gutes Spiel ist und sie darauf nicht verzichten darf. Mach das nach Bock. Ja, du hättest ja sagen können, SnowRunner ist gut, weil man LKW fährt und die Dieselpower spürt. Das wäre doch mal ein richtiger Werbeslogan. Naja, wobei, auch nicht so wirklich. Aber es geht in die richtige Richtung. Naja, wie auch immer, schön, dass du noch SnowRunner spielst, Flitzerman. Das ist sogar sehr schön. So. Gute Nachricht ist, wir haben ordentlich hier Unkraut vernichtet. Die schlechte Nachricht ist, Dünger haben wir noch keinen. Ja. Ich glaube, ich hole mir dann noch so einen Streuer. Oh yeah, aber da muss ich erst mal Geld verdienen. Oh, hier ist nicht mal Unkraut. Na gut. Das kommt dann später, würde ich sagen. So, noch ein dezentes Schlückchen Kaffee. Eine Runde SnowRunner, meinst du? Nein, ist nicht geplant. Höchstens spontan heute Abend, da habe ich aber eigentlich andere Pläne. Aber sollte das aus irgendeinem Grund nicht klappen, habe ich mir schon überlegt, eine Runde SnowRunner zu spielen. Oder ich nehme ein neues Video für meinen YouTube-Kanal auf, das könnte auch sein. Aber ja, einfach mal abwarten.
Dann vielleicht morgen, ja, vielleicht. Oder nächstes Wochenende, Flitzerman. Du weißt ja, unter der Woche ist es bei mir leider im Moment sehr selten, dass ich zum Streamen komme. Was natürlich echt cool wäre, wenn ich auch unter der Woche das, ja, also regelmäßig streamen könnte und am besten auch am Nachmittag und oder Abend, das wäre optimal. So, dann schauen wir doch mal gerade. Auch mal nach Aufträgen gucken. Oh, das war die falsche Taste, nach Aufträgen. Tiere war ja wieder alles in Ordnung. Ja, da sind ja scheinbar schon einige. Rot heißt, es ist bald voll, nehme ich mal an. Ballen pressen, Ballen pressen. Ja. Lieferung Brot. Ui, Weizen. 36.000 Liter. Haben wir so viel zufälligerweise? Ich denke mal nicht. Wir haben 29.000. Ah! Verdammt, das wäre cool. Au, wir haben 29.000, ja. Und au, wir haben auch voll viel Gerste. Aber die wollen keine Gerste, die wollen Weizen. Tja, was soll man machen, gell? Ein Feldgruber, naja, das würde auch nochmal Geld geben. Ja, aber nicht so viel. Und Ballen pressen. Ich schau mal, was so ein, ja, so ein Streuer, heißt das, glaube ich, kosten würde. Düngerstreuer sogar. Nicht Düngestreuer, nein, Düngerstreuer, okay. Oh, das ist aber auch nicht gerade sehr billig hier. Ist so ein Billigding hier gut? Weiß das einer? Aber warum hat der 42 Meter? Das ist doch eigentlich voll gut, oder? Nur nicht so viel Volumen. Ja, das wäre eigentlich schon in Ordnung hier, das Teil. Ach, hey, aber auch teuer. Aber, ja. Ich guck mal gerade, ob hier in unserem Puderzuckerstreuer... Ja, den könnte ich auch benutzen, Leute. Aber da habe ich halt meistens Kalk drin. Ich weiß jetzt aber nicht, ist da was drin? Ach, wir fahren einfach mal dran und gucken. Ich glaube, in der Vergangenheit habe ich das mal mit der Feldspritze gemacht und mal mit dem Streuer. Da habe ich dann die Zutaten gewechselt, sage ich mal. Mal Kalk rein und mal Herbizid oder wie das heißt und so weiter. Danke, Jay Becker. Ebenso. Ja, natürlich ist da Kalk drin, wer hätte es gedacht. Gut, dann müssen wir den Kalk jetzt mal rausholen. Wir Sparfüchse. Kann man das überhaupt manuell entladen? Entladen auf I, also scheint wohl zu gehen. Ja, ein geeignetes Plätzchen finden. Ja, hier an der Seite können wir es probieren. So sieht das von innen aus. Sehr spannend. Und ich weiß jetzt gar nicht, lädt er das dann wirklich so aus? Oder lädt er das aus auf I? Ah, es geht doch so. Cool, und er hat es wieder in Bags umgefüllt. Wie praktisch und wie schön die da auch stehen. Als ob ich das so gewollt hätte.
Tja, was will man mehr? Jetzt noch einen zweiten Kaffee, denn den ersten habe ich gerade ja, fertig bekommen. Ich bin sehr stolz auf meine Leistung. Ja, und dann kann der Sonntag kommen. So, Jay Becker, hast du denn jetzt 4.2 schon installiert? Oder hast du es über die Nacht noch nicht downgeloadet? Eieiei. Dann würde ich sagen, du drückst jetzt mal ganz fleißig auf den Download-Knopf. Wir kaufen jetzt mal hier frischen Dünger. Hoffentlich haben die doch welchen vorrätig. Mineraldünger, das wird der richtige sein, oder? Oh, ich würde mal sagen, die Zente 5 Stück. Oh, schauen wir mal, was passiert. So, dann wollen wir die Karre hier mal aufladen. Ja, da werden wohl 5 nicht ganz reichen, aber es wird schon ein bisschen voll. Es passt ja auch viel rein. Oh, gerade mal 45%. Naja, dann noch mal. Direkt, boah, was das kostet hier. Boah, was das kostet, das ist ja ein Vermögen. Wozu gehen wir hier überhaupt noch arbeiten? So. Jetzt voll reingeladen. Da könnte sogar einer oder zwei übrig bleiben vom Gefühl. Sollte mich da mein Gefühl etwa täuschen? So, guckt euch mal das gute Zeug hier an. Feiner Zucker, ganz frisch. So, okay, dann fahren wir noch ein Stück darüber. Und nochmal. Oh, es bleiben tatsächlich zwei. Naja, doch, zwei bleiben quasi über 99%. Ja. Coole Sache. Ja, die anderen holen wir dann später. Es darf gestreut werden. Coole Sache. Oh, der Oktober ist ja auch schon wieder bald rum auf Elm Creek. So schnell kann es gehen. Thank you.
Gott, er hat abonniert. Ich danke dir von ganzem Herzen. Hey, Ifurita, vielen Dank für deinen Resub, für deinen Support. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Huhu auch an dich. Na, wie geht's? Wie steht's? Wie war die Woche? Was gibt's Neues? Welche neuen Spiele hast du? Was hast du durchgespielt und überhaupt? Bist du gleich beim frischen Guten Morgen Kaffee dabei? Und nochmal danke, danke und hallo. Du kommst gerade richtig zur Düngerzeit. Ich glaube, ich muss echt alle Felder düngen, außer das allererste. Ja, sieht auf jeden Fall hart danach aus. Nicht so gut bin erkältet. Oh, gute Besserung. DJ Becker ist auch etwas erkältet. Ist etwa jetzt die Erkältungszeit mitten im Hochsommer? Kann ja sein. Naja, auf jeden Fall gute Besserung, Ifrida. Du weißt ja, eine schöne Hühnerklumpensuppe und der Tag ist dein Freund. Und du bist ja auch eine Kennerin von gutem Teegenuss, wie wir beide wissen. Also diverse Teesorten werden dir bestimmt das Leben auch versüßen. Bitte, bitte, immer doch für dich. Auf dass du bald wieder richtig zocken und rocken kannst, so wie sich das gehört. Und was spielst du so Schönes im Moment? Hat sich da irgendwas Neues aufgetan? Ich überlege gerade, was kommt denn in naher Zukunft an neuen guten AAA-Games raus? Ich habe gerade, ich glaube sogar, es. Also, ich weiß gar nicht. Ich muss mal nachschauen. Chris Tate spielt nicht momentan. Das kenne ich gar nicht. Ist das ein Schauspieler, nachdem das Spiel benannt wurde? Und ist das Spiel gut, Ifurita? Ich denke, auch hier haben wir jetzt gut abgezwirbelt. Da kommt ja ordentlich was raus aus der Düngerkanone. Ist mal was anderes, mir gefällt's. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass das irgendwie was anderes ist. Ja, warum nicht? Schaue ich mir mal an, damit ich da auch mitreden kann. Hauptsache, dir gefällt's. Wieder, da rufe ich doch mal. Sehr schön. Ja, ich überlege gerade, ja, es gibt ja doch schon einige geile Games, auf die man sich dieses Jahr und vor allem auch schon auf nächstes Jahr freuen kann. Und wie läuft's im Farming Simulator, Ifurita? Bist du immer noch etwas unmotiviert oder schmeißt du ab und zu den Schlepper wieder an, hier und da? So, ich werde uns gleich erstmal einen frischen Kaffee holen.
Jay Becker, möchtest du auch einen Kaffee haben oder bist du nicht so in Kaffeelaune? Momentan. Ah, schön, wie der Dünger da rauskommt. Oh, mir fällt gerade ein, ich hätte ja auch mal, bevor ich die Felder bestellt habe, hätte kalken, ja, wobei nicht, ich hätte, also hätte kalken können, aber muss ich gar nicht. Das hätte ja dann dabei gestanden. Macht Spaß wie eh und je. Okay, dann ist ja alles gut. Dann ist ja alles gut, Ifrita. Ja, schön. Weil du doch dem Letzten irgendwie nicht so motiviert warst, was nachvollziehbar ist, wenn man ja eine Sache sehr oft macht und so, ne, dann braucht man auch irgendwann mal eine Pause, um sich neu dafür zu motivieren, ist ja ganz normal. Selbst wenn man zu viel Kaffee trinkt, ja, dann brauchen wir mal eine Pause. Dann kann man auch mal einen Cappuccino trinken. Habe ich ja auch schon öfter gesagt. So, wie sieht es hier aus? Ja, Unkraut am Start. Okay. Ach, ich freue mich auf den Kaffee, Leute. Und auf meinen neuen Steinsammler, wenn ich mir den dann irgendwann mal gönne. Ifrita, hast du die 4 Spiele damals gespielt, also 4, 1, 2, 3, diese, ich sag mal, Horror-Shooter-Games, falls dir das etwas sagt. Stell gerade fest, da ist ja echt viel Dünger jetzt in dem Streuer. Das war zwar auch nicht billig, aber scheinbar war das dann doch okay vom Preis, wenn man mal sieht, wie viel Zeug wir hier haben. Jetzt brauche ich aber trotzdem noch was für meinen Kalk dann im Anschluss. Also für die Zukunft. Sagen wir es mal so, es ist für die Zukunft eine dauerhafte Lösung. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ah, den ersten Teil, okay. Und dann keine Lust mehr gehabt, oder wie? Dann kam anderes Spiel. Na gut. Dann kannst du irgendwann nochmal 4-2 und 4-3 spielen, wenn dir langweilig ist. ...4-2 ist auch noch top und 4-3 zwar nicht mehr top, aber kann man schon einmal durchspielen, um die Story zu beenden und so weiter. Und auch der dritte Teil hat hier und da den ein oder anderen guten Moment, sag ich mal. Da, da, da. So, oh guck mal, da kommt schon ein Rabe an, der hier meinen frischen Dünger wegfüttern möchte. Das geht ja wohl gar nicht. Der enge Weg da, das lassen wir mal lieber sein. Dann fahren wir einfach mal ganz professionell hier. Oh nein! Oh, ich wollte eigentlich das Licht anmachen, habe die Taschenlampe angemacht. Das müssen wir auch erstmal schaffen.
So, der Blinker ist gesetzt. Alright. So, und dann düngern wir hier nochmal über das angegraste Feld drüber. Ja, Jay Wecker, ich verstehe. Denkt dran, 4.2 downloaden. Besser früher als spät. Oh, Ifrita, was gibt's heute Leckeres bei euch zu essen? Wenn du es mir verraten möchtest, natürlich nur. Ah, um 22 Uhr, ja, nice. Sehr gut. Das ist die richtige Uhrzeit, dann fängst du um Punkt 22 Uhr an mit 4.2, finde ich gut. Verdammt, ich muss mir einen Kaffee machen. Es muss so sein, ich habe gar keine Wahl, es steht so im Gesetz drin. Ach, in 22 Minuten, oh. Okay, doch so schnell. Nicht schlecht. Aus dem Glas. Ja, warum nicht? Dann guten Appetit. Ich bin mir sicher, dein Mann, der macht das auch ganz gut. Der hat bestimmt von dir gelernt. Finde ich gut, dass sich der Mann so schön um dich kümmert. So muss das sein. Ich habe auch gestern einen Schokoladenpudding gemacht, Ifrita. Da habe ich noch einen Rest übrig. Den stelle ich dir gerne als Nachtisch bereit. Für meine Verhältnisse ist der sogar ganz gut geworden. Ich habe schon süßere gegessen und auch welche, die noch ein bisschen cremiger waren. Aber da ich nicht der talentierteste Koch bin, noch nicht, muss ich sagen, für mein Niveau ist das schon okay. Nein, nein, das mit der Suppe habe ich in den Griff. Ich nehme einfach immer 100 Milliliter weniger Milch als angegeben und eventuell schütte ich dann noch on the fly ein bisschen Milch nach Gefühl rein, wenn's zu wenig ist an Pudding Power. Es ist schon in Ordnung, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, Jay Becker, klar, kein Problem. Chicken Nuggets, ich meine, Erdapfelstreifen mit Hähnchenklumpen kann ich für dich machen. Jeden Tag, wenn du möchtest. Ja, kein Problem. Pizza geht auch noch und, ja, Nudelgerichte à la Ifritas Ehemann kriege ich auch irgendwie noch hin. Irgendwie. Nur wahrscheinlich nicht ganz so schmackhaft wie bei manch anderen. Und Salat. Oh, das ist natürlich sehr vernünftig. Ja. Salat mit dem... Ja, warum nicht? Da kann man nichts sagen. Salat ist gesund, also her damit. So, der Tag hier in Elm Creek neigt sich dem Ende zu. Und wir haben voll abgedüngert, voll gut. Da parken wir das Gerät, das schon durchaus etwas dreckig ist. WAT, du musst mal zum Waschen und Putzen vorbeikommen. Und wenn wir schon dabei sind, zum Fegen auch gleich. Und dann gibt es einen Feierabendkaffee hier, bevor der nächste Tag anbricht. Da seid ihr ja hoffentlich alle mit dabei, Leute.
parke ich sogar mal hier schön vor der Tür. So, Feststellbremse oder auch Handbremse habe ich hier hoffentlich angezogen, sonst geht's da gleich nach unten. So, okay Leute, kurze Kaffeepause, bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Okay, Chad Becker, bis gleich. Und ja, frischer Kaffee. So, hier, Ifurita, dein Gesundheitskaffee mit extra viel Punkt Medi-Night, damit es dir auch bald wieder gut geht. Wobei ich glaube fast, wenn du das jetzt trinkst, schläfst du noch ein, weil es so lecker schmeckt. Das wäre dann eher der guten Abend- und gute Nacht-Kaffee. So, oh, wow, schaut euch das mal an. Nennt man das nicht Morgenröte oder so? Oh. Kraut, Unkraut, um genau zu sein.
Das wollen wir natürlich auch nicht. Ja, da würde ich sagen, bestellen wir direkt noch mal ein bisschen Herpizid, nicht wahr? Herpizid, oh, ich habe es richtig ausgesprochen. Was wahrscheinlich auch nicht so. Ach so, ich habe ja hier noch im Lager, oder? Oh, ich habe doch bestimmt. Ja, das ist immer das Problem bei mir. Es sieht schön aus, also lasse ich es mal lieber stehen. Oh, da ist aber mehr als genug, mein lieber Freund hier. Uiuiui, ja gut, da können wir jetzt ordentlich die Spritze voll machen. Nice. I like that. So, dann parken wir das Gewicht mal wieder an der Seite. So, einmal. Da sind noch 52 Dinger drin. Cool. Also 52% oder auch 787 Liter, wer es ganz genau wissen möchte. Okay, so, dann füllen wir es mal auf. Volle Kanne Arbeitslicht an und so. Und dann ran an den Speck bzw. ans Unkraut. Ach, Ephorida, die Walze kann man doch nur unmittelbar, nachdem man die Saat reingetroppt hat, benutzen, richtig? Feldspritze auffüllen, ja. Ich glaube, der Zusatztank ist schon voll. Ah, schön volle Ladung. Da hat sich das ja gelohnt, dass wir hier schön ja auf Vorrat gekauft haben. Nach der Aussaat. Alles klar, danke. Dann hoch die Tassen. Einfach gut. So, wer braucht denn hier noch alles Unkraut? Also beziehungsweise kein Unkraut, nicht wahr? Ja. Hier scheint alles Unkraut frei zu sein. Da habe ich ja, da habe ich gedüngt, da habe ich Unkraut gespritzt. Also nur hier vorne. Sehr schön. Es wird auch langsam heller. Zwar ganz langsam, aber immerhin. Ja, hier auch noch. Das war ja zu erwarten. Gut, dann legen wir los. Bei dem kleinen Feld mit so einer großen Spritze sollte nicht so lange dauern. Seht ihr, so macht man das. Total schön. Angenehm, easy peasy. Ephorita, hast du schon die ganzen Farming Simulator DLCs, die es mittlerweile so gibt?
So, dann haben wir das jetzt auch. Ach, du hast auch den Season Pass. Du gehörst also auch zu den schlauen Leuten. Der Tränk und Co., die empfehlen mir ja auch immer, mir den Season Pass zu holen. Jetzt rat mal, was ich noch nicht getan habe. Aber ich habe auch die DLCs noch nicht. Aber ich freue mich natürlich, dass sich da auf dem Markt etwas tut. Ich freue mich vor allem drauf, auf dieses Volvo-Paket. Aber eigentlich freue ich mich auf alle. Aber da ich Volvo cool finde und es dann bestimmt auch ein Volvo-LKW gibt und natürlich, was ja schon, also man hat es ja auch schon gesehen, ein Volvo-Radlader, sehr cool. Da werde ich endlich Bagger oder Radlader fahren. Juhu. Da gönne ich mir direkt noch ein Schlückchen. Ich denke, wir sind auf Kurs. Manchmal gar nicht so einfach zu erkennen hier. Nach links, aber nicht zu viel. Und Ifrida, wie läuft es eigentlich in die in StarCraft 2? Gibt es da was Neues? Ja, und auch Elden Ring. Spielst du noch Elden Ring? Es soll ja ein DLC kommen, habe ich gehört. Dann bist du doch bestimmt wieder voll dabei, oder? Nichts Neues. Nein, na gut. Na gut. Was nicht ist, das wird bestimmt noch bei dir. So, man sieht ja hier auch schon ganz leichte Unkrauttendenz. Da müssen wir uns drum kümmern. So, Sonne kommt raus, Arbeitslicht aus. Und gleich geschafft. Ja, was machen wir im Anschluss? Frage. Bestimmt irgendeine Mission oder Geld verdienen, wobei eine Mission bzw. Aufträge ja im Prinzip auch Geld verdienen ist, aber ich meinte damit eigentlich ja unsere Produkte verkaufen. Wir haben ja einiges. Ja, dann könnte ich mir auch mal vielleicht so einen neuen Steinsammler holen. Ich bin
bin ja mal gespannt, ob per DLC vielleicht irgendwann noch mal so ein neuer Steinsammler rauskommt in der Ultra Deluxe Premium Edition. So, wie sieht hier das Unkrautproblem aus? Gibt's hier überhaupt eins? Ich würde fast sagen ja, oder? Ja. Aber hält sich in Grenzen. Ach, guck mal hier, da ist ja vorne. Vorne das Licht dran. Schön. Ja, let's go. Die Tanks sind auch noch recht gefüllt, um nicht zu sagen gefüllt. Das sollte also kein Problem sein. Ich habe hier noch gar nicht das Traktorradio angemacht heute. Aber ja, ich habe wohl wieder Drang zu reden heute. Keine Zeit fürs Radio. Komm schon, Traktor, du schaffst das. Jetzt nicht schlapp machen. Naja, fährt konstante 12 km/h, aber so vom Motorsound hört sich das an, als würde er da leicht in die Knie gehen. Das habe ich mir wohl eingebildet. So, gut, dann haben wir das auch. Bis auf das bisschen da am Rand, aber... das macht ja nichts. So, dann stellen wir den Zusatztank und die Spritze wieder ordentlich weg. Ja, und dann mal schauen. Eventuell wird dann wieder Zeug verkauft und noch ein kleiner Abstauberauftrag angenommen. Das sagt die Uhrzeit. Noch 50 Minuten. Da kann man zwar, ja, da kann man jetzt auch nicht mehr so viel machen. Aber schon noch ein bisschen was. Und das werden wir natürlich auch tun. Ganz klar. Genau. Ach, ich bin so schlau. Guck mal, was hier steht. Boah, wie kann man nur so schlau sein, Jay? Was ist da drin? Mineraldünger. Okay, ich bin schlauer als die Polizei erlaubt. So viel zum Thema, ich brauche noch einen Düngestreuer. Ich muss echt mal mein Gehirn überprüfen lassen. Ja, Herr Jay, Sie trinken eindeutig zu viel Kaffee. Das machen Ihre Gehirnzellen auf Dauer so nicht mit. Ja, ich danke, Herr Doktor, ich merke das schon.
Naja, okay, dann haben wir jetzt mehr als genug Dünger, sag ich mal. Das Gute ist Geld gespart. Dann können wir uns jetzt wieder voll auf den Steinsammler. Oder wie ihn seine Freunde liebevoll nennen, Steini konzentrieren. Ja, da habe ich natürlich noch mehr Motivation, um ein bisschen Weizen und Co. an den Mann und natürlich auch die Frau Sternchen YXZ hoch 3 not zu bringen. Ja, so ist das nämlich. Da würde ich sagen, machen wir eine kunterbunte Wundertüte aus Eiern, Obst, Gemüse und frischen Weizen plus Gerste. Da ist also für jeden was dabei. Aber dazu muss man natürlich erstmal die Sachen wieder aufladen. Ja, auch das ist korrekt. So. Ja, ich würde sagen, der Große hier, da passt viel rein. Und da wir mehr Gerste haben, hauen wir erstmal die Gerste raus. Wo habe ich den? Ach krass, ich habe den Anhänger wohl dem letzten Mal gewaschen, so wie es aussieht. Ja, finde ich gut. Sehr vorbildlich von mir. So kennt man mich. Immer ordentlich, immer sauber. So, dann machen wir die Tüte zu. Zack. Oh, ich habe heute noch gar nicht gespeichert. Wie unaufmerksam. So, Moment, ich guck mal kurz ins Discord rein. Ja, da ist Ruhe. Hier ist Ruhe. Okay. Allgemein recht ruhig. Aber es ist ja auch Sonntagmorgen. Eigentlich habe ich mit nichts... ja. Na, nichts anderes erwartet. Das ist doch sehr gemütlich hier. So, hoch die Tassen, wollte ich schon sagen. Die können wir natürlich auch hochheben. Ich habe ja meinen zweiten Kaffee hier. Iforita, ich hoffe, dir schmeckt der Kaffee auch noch. Und dann wird hier weitergearbeitet. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja heute zur Feier des Tages, denn es ist ja Sonntag. Vielleicht auch noch einen dritten Kaffee, wenn ich das zeitlich noch irgendwie einbauen kann. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, hier ist aber echt volle Hütte. So, hier mal ein bisschen schmaler gestellt, die Gabel. Der Hoffnung, dass es klappt, und es scheint zu klappen. Jetzt habe ich natürlich wieder einen weiten Weg. Vielleicht sollte ich doch hier rüberfahren, wie ich das die letzten beiden Male getan habe. Sicherlich keine schlechte Idee.
Was haben wir eigentlich noch in der Lagerhalle? Oh, da haben wir auch noch ein bisschen was. Ist zwar schon viel leer gefegt oder Honig. Den muss ich auch noch mal checken. Ja. Voll. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Na, ob der Honig da auch noch drauf passt, ich habe da meine Zweifel. Aber besser, man hat zu viel als zu wenig. So, let's go. Oh, wir haben jetzt da hinten noch den langen Anhänger dran. Das ist ja fast schon ein Rocky Mountain Double. Für alle, die das kennen, den Begriff kennen. Gibt es übrigens auch im American Truck Simulator ein Rocky Mountain Double. Es ist dann vorne ein kurzer Anhänger und hinten ein langer, wenn man so möchte. Ja, die Kurve kriegen wir gut, ich bin zufrieden, happy und alles, was dazugehört. Oh yeah. Ja, man merkt hier schon das Gewicht vom Weizen. So kann man stehen bleiben. Schön den Motor laufen lassen, wie sich das gehört. Vorbildlich wie immer. So, das hat schon mal ganz gut geklappt. Nächste bitte. Fest. Mmh, Erdbeeren, köstlich. Mir fällt gerade auf, ich habe dieses Jahr, obwohl wir jetzt Sommer haben, so gut wie noch gar keine Erdbeeren gegessen. Die ein oder andere saftige Wassermelone habe ich durchaus schon verdrückt. Aber Erdbeeren? Fragezeichen? Nee, tatsächlich noch gar nicht so. Das müssen wir natürlich ändern. Darüber. Oh, jetzt häng ich da, okay, so jetzt aber. Ja. So. Halb professionell gemacht.
aber nur halb. Nächste Ladung, ja, gerne, danke. So, und runter damit. Zack, boom. Nein. Ach, das war wieder die Stelle. Ja, aber da sich das bewegt hier, wird das wahrscheinlich davon noch erfasst. Das ist wieder Game. Doch gut voran, Leute, muss man schon sagen. So, ich gönne mir nochmal einen Schluck Kaffee. Ach, einfach gut. Hängt wieder fest. Ich mag das sehr. Cool. Ach, wenn ich die Dinger hier bewege, wird's locker. Gut zu wissen. Ja, auf einmal ist alles ganz locker. Na dann. GG.
Aber wenigstens blieb der zweite hier nicht hängen. Jetzt kann ich nur hier. Ich hoffe, das hält. Tja. Das, hey, Jay Becker, welcome back. Meine treue. Na, was hast du in der Zwischenzeit Schönes getrieben? Oh ja, gleich alles voll. Also ich glaube, viele Eier und Honig passt da nicht mehr drauf, aber mal schauen. Aber nur für dich, Jay Becker, weißt du ja. Lecker, ja, sehr gut, dass es bei dir auch um 12 Uhr Mittagessen gibt. Vorbildlich. Finde ich gut. Ich freue mich auch schon drauf. Und Nudelsalat, ja, warum nicht, ne? Ist auch was Feines. Ja, dann können wir ja bald zum Mittagessen. Noch eine gute halbe Stunde, sag ich mal. Ich denke, am Ende der Folge werden wir dann hier das Zeug abgeben und uns nochmal richtig freuen, dass wir ein paar Eddies kassiert haben. Und dann, ja, Pause. Pausenzeit. So, einmal hoch hier. Einmal rein. Und Rückwärtsgang. Uiuiui, mit Pudenstreifen. Es wird ja immer besser, Jay Becker. Da nehme ich nochmal einen kräftigen Schluck Kaffee. Sehr gut. Ei Akratil, grüß dich. Hallo, hallo. Wie geht's? Wie steht's? Ja, ich freue mich drauf, Jay Becker. Wie immer. Und denk dran, 4-2 heute. Aber nicht heute Mittag, erst heute Abend spielen. 22 Uhr finde ich gut. Da wird's dunkel, da kann man das schön spielen. Verdammt, da ist. Jetzt habe ich hier immer ein Gurt nebendran. Aber okay, wenn es so funktioniert, why not? Schön, Akratil, danke. Der Nachfrage und schön, dass es dir gut geht. Also ja, danke, mir geht's auch gut. Ja, dann hole ich mal noch ein paar Eier, ne? Ach so, ist das Jay Becker. Na, dann schauen wir mal. Ja, alleine spielen ist zu gefährlich, ich verstehe. Ja, wir holen mal noch ein paar Sachen hier. Wir haben ja noch ein bisschen, ein paar Lademeter frei. Nochmal speichern, sicher ist sicher. Ja, du musst das genießen, Jay Becker. Wenn du alleine bist, dann kommt das doch richtig gut zur Geltung. Aber keine Sorge, wir sind hier für dich. Es kann dir nichts passieren. Oder vielleicht doch? Wer weiß.
Nein, nur realistisch. Ich habe da schon ganz, ganz mysteriöse Geschichten gehört von Leuten, die 4 gespielt haben. Das will ich jetzt gar nicht so weiter ausschmücken, sonst machst du dir nur noch mehr Gedanken. Ja, da reden wir heute Abend drüber, hast recht. Unmittelbar bevor du anfängst zu spielen. So, oh, ich hab's Licht ausgemacht. Was ist denn los hier? Okay. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ich weiß es selbst noch gar nicht, aber ich hoffe natürlich, Jailbreaker, ich hoffe. Das wäre doch schön, Sonntagabend nochmal. Wieder schön gerade drauf, nicht, aber funktionell. Sagen wir mal so, ich komme einigermaßen klar hier. Dann schon mal guten Appetit, lass es dir schmecken, bis später. Wieder keine Spanngurte, tja. Nur nebendran. Aber okay, nebendran ist halb richtig. Gut, ich passe doch noch mehr drauf, als ich dachte. Es wird hier die große Lade-Action am Sonntagvormittag. Da sind echt viele Eier mittlerweile. Schwerer hier die Ladung. Wen wundert's? Also mich nicht. So, da ist auch noch alles klar. Und, ey, wie cool, ich wusste gar nicht, dass man hier durchschauen kann. Das ist ja wieder eine grafische Pracht der Extraklasse.
voll getroffen, das war gar nicht geplant. Ich wollte eigentlich erstmal nur davor fahren und dann feinjustieren, aber Glück gehabt. Anfängerglück. Oh, falscher Knopf. Oder falsche Taste. Passiert schon mal. Wahrscheinlich wieder richtig schwer, die zu kriegen. Ja, hat auch geklappt. Mann, heute läuft's aber. Wenn der Kaffee nur so laufen würde, das wäre doch was. Uiuiui, ich muss mal Gas geben. Wir haben ja bald schon 12 Uhr High Noon Mittagszeit und die Ladefläche ist zu 60%, sage ich mal, gerade so gefüllt. Leicht, aber das wird nicht halten hier. So, schön mit Gewalt hier reindrücken, jawoll. Dann ist nur die Frage, ob wir die Palette dann auch wieder abbekommen von der Gabel. Klappen. Yes, es klappt. Oh, und diesmal. Nee. Ah, diesmal geht's auch mit den Paletten. Mit den Paletten, mit den. Mit dem Gurt meine ich. Eieiei. So, nächste Ladung. Wobei so viel Eier stehen da auch nicht mehr.
So. Okidoki. Ja, die letzte, die nehme ich dann einfach mal quer. Falls das so klappt, wie ich mir das denke. Das ist ja immer so die Frage. Auf einmal ist gar nicht mehr so viel Ladefläche vorhanden. Welche Überraschung! Was sagt die Uhrzeit? Ja, gut, noch 18 Minuten. Plus, minus. Klappt wahrscheinlich wieder auf die Minute, wenn nicht sogar auf die Sekunde. Fahren wir noch mal ein bisschen Honig holen und dann kann es auch schon losgehen. Unsere große Verkaufstour. So, hier wären wir dann also am Honig. Wir da hinten schon drauf haben. Und es wird noch mehr. Aber nicht mehr so viel mehr. So, nochmal eine Runde Speicher Reno machen. Zack. Yes. Und eine Runde Honig laden. Man da oben oder unten an die Bogen wahrscheinlich. Oh, und da ist schon die nächste Ladung. Angekommen, nicht fertig, aber ja, die Bienen sind fleißig diesen Sommer. Oder waren fleißig, jetzt ist ja schon Herbst, aka Winter.
ich würde sagen, noch eine und dann haben wir es geschafft. Ihr werdet mir da ja wahrscheinlich nicht widersprechen. Ich kann es mir zumindest kaum vorstellen. Das ist immer noch zu niedrig. Gesundes Augenmaß wäre hier angebracht. So zum Beispiel. So, jetzt den Gurt nicht vergessen. Auch erledigt. Ja, wo fahren wir jetzt zuerst? Frage. Jetzt wäre ein Disponent nicht verkehrt. Ich würde sagen, ja, erstmal bei der Bäckerei vorbei, falls die Eier brauchen, und wenn die immer noch im Dienst sind, kann man noch beim Fastfood-Restaurant vorbeischauen, die brauchen natürlich auch Eier. Und dann beim Supermarkt und dann noch irgendwo die Gerste droppen. Ja, das ist doch ein Plan. So, da speichere ich nochmal, nicht, dass hier jetzt gerade quasi im Highlight der heutigen Folge irgendwas technisch Schlechtes passiert. Eieie, da muss er aber richtig arbeiten, Maggie. Heißt es wieder volle Granate, Renate. Also Vollgas. Okay, so, da wären wir. Mal schauen, ob da nicht eventuell ein paar Eier zu verkaufen sind. Und es ist wieder richtig, ja, das ist wieder richtig eng hier. Ob wir da überhaupt reinkommen? Ich glaube fast. Das wird zum Problem. Ja, das stimmt. Verdammt, wie geht denn nochmal das Warnklinklicht an? Nein, die Taste war es auch nicht. Nein, die auch nicht. Ach, wie geht denn das Warnklinklicht an? Ah, hier, okay. So, da müssen wir jetzt aber richtig rangieren. Oh nein, seht ihr, der Anhänger bewegt sich. Okay, da kann ich nichts mehr machen. Es ist halt wieder. Der hat sich jetzt hier einfach nach rechts geschoben. Ist halt. Nichts ist halt perfekt, auch nicht die Physik hier. Naja, gut, dann müssen wir halt
überauthentisch hier rüberfahren. Wenn das Game halt... Aber ey, dadurch, dass sich der Anhänger noch nach rechts verschoben hat, passt es gerade so. Ja, okay, dann ist ja gut. So, jetzt noch was verkaufen, oder? Kann ich das überhaupt hier so verkaufen? So, der zweite ist ausgewählt. Ich merke schon, das war eine richtig gute Idee, hier reinzufahren. Ja, das war's. So, dann doch nochmal Warnblinklicht an. Ach, okay, er hat gerade was verkauft. Das ist schon mal gut. Das heißt, es ist Bedarf da. Aber ich muss auf jeden Fall, wenn ich den Rest verkaufen möchte, muss ich leider jetzt erstmal hier kurz was abhängen. Ja, nicht jeder hat hier für die Anlieferung an mehrere Anhänger gedacht. Also, dass hier auch mal Double Trailers vorbeikommen können. So. Gut. Und nicht jeder hat natürlich die Fläche auch. Es kostet ja auch alles so ein Grundstück. So. Naja, wir schaffen das schon. Stoppschild beachten. Und weiter geht's. So, die zweite Runde. Ja, was haben wir da eigentlich verkauft? Ein paar Erdbeeren haben wir verkauft. So sieht es zumindest auf den ersten Blick aus. Hm, ja, es gibt wahrscheinlich Erdbeerkuchen, machen die hier in der Bäckerei heute. Ganz frisch zum Sonntag. Frischen Erdbeerkuchen, Leute, nur für euch. So, dann fahren wir da nochmal rüber und dann schauen wir mal, ob da noch mehr... Ja, da war viel Erdbeerkuchen. Und Tomatenkuchen scheinbar auch. Wer kennt ihn nicht? Nein, eine Bäckerei macht ja nicht nur süße Sachen. Es könnte ja auch einfach so eine Art Pizza-Baguette-Brot mit Tomaten drauf sein. So ist es auch. Ja. So, okay. Kein Bedarf mehr. Wie sieht es aus mit Eiern? Können... Oh, Eier brauchen sie auch. Ja. Nur zu. Immer her damit. So, ich glaube, das war's jetzt. Der Laden ist voll. Und wir können zum nächsten fahren. Das wäre dann das Fastfood. Oh, jetzt wird doch noch mehr verkauft. Ach nee, das war nur die Zusammenfassung. Ja, genau. Also ab zum Fastfood-Restaurant, richtig. Warnblinklicht hier anmachen. Ich hoffe, dass der AI-Traffic, falls denn jetzt einer kommt, auch in der Lage ist, hier mal kurz anzuhalten, wenn er sieht, dass die Straße blockiert ist. Jetzt zum Beispiel. Moment, ich fahre schon weg, danke. Ja, ja, sie hupen natürlich voll zurecht, sie aggressiver PKW-Fahrer. So, wenn ich die Kurve hier schön weit nehme, müsste es ja gehen, oder? Ja, sieht gut aus.
Let's go. Ja, man hört schon, in der Bäckerei laufen die Maschinen warm. Eben als ich hier hinten lang gefahren bin, habe ich es gehört. Wenn ihr genau hingehört habt, habt ihr es auch gehört. Da werden jetzt wahrscheinlich unsere Produkte verarbeitet. Wir dürfen also stolz auf uns sein. Wir haben Allen Creek wieder zu einem besseren Ort gemacht, an dem es Erdbeerkuchen und Pizza-Tomato-Brötchen gibt. Wundervoll. Da krieg ich sogar direkt noch mehr Appetit, als ich eh schon habe. Muss noch 2 Minuten. Oh, müssen wir mal gar nicht mehr komplett schaffen. Ne? Oh, wie schade. Aber die nächste Folge kommt bestimmt. Da würde ich sagen, hier beim Fastfood-Restaurant, da drehen wir nochmal eine Runde. Aber ich lerne aus meinen Fehlern. Ich werde jetzt den wieder abkuppeln. Ja, ist ja Platz und auch gerade nicht so viel los. So. Schön hier auf den Weg gestellt. Da freut sich bestimmt das Fastfood-Restaurant. Ey, was stellst du da deinen Anhänger hin, Mann? Ja, Gangster. Gangster Bauer Jay. So, eine kleine Runde gedreht. Ich glaube, die brauchen hier aber nur Eier. Aber wir lassen uns mal überraschen. Wer weiß, wer weiß. So, und jetzt auch hier ein bisschen über das Grün. Oh, die haben heute auch Bedarf. Scheinbar ist alles leer gekauft bei der Bäckerei und hier beim Fastfood-Restaurant unseres Vertrauens. Ja, nehmen Sie nur, kein Problem. Eier brauchen Sie auch? Ja, ich bin der Eierman. Okay, Tomaten nicht mehr ganz. Doch, auch noch. Eieiei, die kaufen mir ja echt alles leer. Das ist ja... Ching, ching, kriege ich wieder das Mega-Dollar-Zeichen in den Augen. So, wenn die jetzt auch noch Honig nehmen, das wäre ja absolut fantastisch. Nein, Honig nicht, oder? Nimmt der Supermarkt Honig? Fragezeichen. Oder muss ich da vielleicht noch ein bisschen vortriggern? Ja, die nehmen auch Honig. Ich habe den besten Honig. Oh ja. Yeah. Da freut sich der Bauer Jay. Da wird der Geldbeutel ja richtig dick mit 52 Eddies. Ja, die passen da kaum noch rein. Cool. Na, da habe ich ja wieder ein bisschen Kaffeegeld. So, gut. Ja, wie sieht's aus? Da würde ich sagen, ja, nicht, na, ich bereite nochmal alles vor gerade, weil bis zur nächsten Folge könnte ich das ansonsten wieder vergessen haben. Das wollen wir natürlich auch nicht. Also die 2 Minuten hier habt ihr jetzt auch noch Zeit. Und dann gehen wir alle schön brav was zum Mittagessen. Versprochen.
Okay. Ach, wisst ihr was? Ich bringe jetzt einfach den leeren zweiten Anhänger zurück. Ist ja gerade da drüben. Ja, und dann machen wir Mittagspause. Oh, bitte fahren Sie, bitte fahren Sie. Danke. Oh, Sie warten bitte kurz, ja? Ja, ich merke schon. Der wartet ja tatsächlich. Cool, danke. Ja, gut erzogen, der Mann. Oder war das etwa eine Frau? So, Blinker nach links reingeschnippt. Okay. Gleich geschafft, Leute. Gleich geschafft. Keine Angst. So, dann noch ein Stück nach vorne, noch ein Stück, so kann es stehen bleiben, okay. Ah, da muss ich ja gar nicht groß rumrangieren, wie angenehm. Wobei mir das, wie ihr wisst, ja eigentlich großen Spaß bereitet. So, und dann parken wir auf unserem Hof und dann ab in die Küche und essen. Lassen wir den gerade hier stehen, dass wir noch ungefähr wissen, wenn wir hier das nächste Mal weiterspielen, was wir vorhatten. Alright, Leute. So, ich kann bei euch hier im Twitch-Chat schon den Magen knurren hören. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, vielleicht bis später. Und ja, habt einen sonnigen Sonntag. Also dann, macht's gut, ciao.